Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dream League Soccer, die erste Folge, um genau zu sein. Heute gibt's das Spiel gegen Estoril und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein und schauen so, wie es läuft. Trainingsliga, das hier unsere Aufstellung mit Carsten, Tanzer, Kaletaka, Hendry, Komri, Radonjic, Lopez, Ferguson, Busin, Mafidi, Die und Bedvarsson. Das ist auf jeden Fall die Aufstellung. Und mal schauen, was heute möglich ist. Im zweiten Spiel der Saison, das erste wurde verloren mit 1:0. Bitter natürlich, aber heute zweites Spiel mit dem FCH daneben. Die Estoril-Spieler wärmen sich schon mal auf. Und so kann es dann auch gleich losgehen mit dem Spiel. Das ist die Aufstellung des Gegners. Kenne ich jetzt keine Spiele auf den ersten Blick. Aber dann kann es jetzt auch schon losgehen. Ich muss hier gleich mal erstmal mit der Steuerung ein bisschen klarkommen. Ja, da haben wir Ball erobert. Aber das war auch ein Foulspiel. Also bisher tue ich mich noch ein bisschen schwer mit der Steuerung, aber das denke ich wird dann schon. Aber dann geht natürlich auch kein Spieler hin. Und so dann der frühe Rückstand. Weil einfach die Abwehrspieler dann auch nur daneben stehen und nichts machen. Hier sieht man es auch mal. Da brauchen wir jetzt eigentlich auch keine Wiederholung, auch der Torhüter. Ja, bisher die Steuerung ist noch nicht so klar. Und hier wird schon wieder der Ball abgenommen. Müssen wir sofort hinterher. Aber der geht zum Glück daneben. Also, ihr seht schon, ich habe gerade noch meine Probleme, mich da ein bisschen heimzufinden im Spiel. Da brauchen wir jetzt keine Wiederholung. Und hier gleich wieder der Ballverlust. Das ist... Ja. Und da das 0-2. Also ich sehe schon, es läuft einfach noch nichts zusammen. Da war ich im ersten Spiel noch besser. Aber jetzt Vollgas nach vorne. Aber der Torhüter hat ihn. Das war jetzt mal eine gute Gelegenheit. Aber auch der Nachschuss da. War nicht denn? Also erste gute Chance für uns. Wir kommen schon langsam rein. Aber da steht die Verteidigung wieder offen. Und der Torhüter, der macht gar nichts. Also ganz ehrlich, ich wechsle den gleich aus. Der Keeper bringt gar nichts. Sieht man hier auch im Ballbesitz. Wir haben noch einen Torhüter auf der Position, also der Carsten, da macht gar nichts, da kommt jetzt erstmal ein neuer Torhüter rein. Früher Wechsel, ist aber bei dem Spielstand nicht anders zu erwarten. Jetzt geht es erstmal weiter. Was macht der Spieler hier wieder? Also ein bisschen riskant gelöst hier. Es ist überhaupt noch nicht. Also das Spiel da finde ich noch nicht rein. Wurde sich ja auch gewünscht. Ich glaube, da war der Keeper noch dran. Erstmal Abstoß. Und das war ein guter Pass. So, jetzt
Wenigstens noch ein Ehrentreffer. Der geht knapp vorbei. Der geht echt Zentimeter am Pfosten vorbei. Das hätte es sein können. Boah, das war echt knapp. Das sind natürlich dann auch solche Chancen, die man nicht liegen lassen darf. Die muss man reinmachen. Wenn wir den reingemacht hätten, ja, wäre vielleicht noch was gegangen. Und hier wieder die Abwehr. Also ich glaube, ich muss auch was an der Taktik ändern. Und vor allem der Keeper, der hält gar nichts. Also ich komme mit dem Spiel noch nicht so richtig klar. Merkte, denke ich, auch so ein bisschen, ist es das erste, zweite Mal, dass ich das hier spiele. Aber dann ist auch Halbzeit. 4-0 hinten, also wie soll das hier weitergehen mit dieser Mannschaft? Ja. Die Spieler sind halt auch alle nicht die Beste, die wir haben. Und dann, wenn wir mal wirklich gute Torchancen hatten, hatten wir ja eine richtig gute Chance. In der ersten Halbzeit, und dann passt der Spieler genau dem Gegner in den Lauf. Aber jetzt endlich mal einen Ball gewinnen. Ich muss mich da also auch richtig konzentrieren. Dass ich zumindest noch einen Ehrentreffer mache. In diesem Spiel. Das war meines Erachtens ein Foul. Der bleibt da auch liegen. Aber es gibt einen Freistoß. Es gibt einen Freistoß für mich. Für unser Team. Ja. Böses Foul, ja. Aber natürlich auch dann zu schwach geschossen. Da hätte man mehr machen können. Somit hat der Torwart den Ball. Aber den sollten wir jetzt eigentlich haben. Den haben wir auch. Was macht Lopez da? Also bisher, unsere Mannschaft kommt nicht, bekommt noch nicht viel gehissen. Zum Glück geht der Ball daneben. Tut das hier nichts. Der Torhüterwechsel hat schon mal ein bisschen was gebracht. Nichtsdestotrotz sind einfach beide Keeper nicht so gut und vor allem auch die Abwehr viel zu weit offen. Und auch die Stürmer, ja. Laufen zwar nach vorne, aber es klappt einiges nicht. Also da wäre vielleicht im Spiel so eine kleine Taktik, Steuerungseinführung mal wirklich gut gewesen. Aber das gab es nicht. Ich hatte keine Einführungen. Mal schauen, wie es auf jeden Fall da weitergeht, ob ich da noch mehr Folgen mache. Kommt auch immer drauf an, wie es. Das war meines Erachtens auch ein Fall. Kommt immer drauf an, wie es ankommt. Den Ball sollten wir haben. Da geht er natürlich vom Mann weg. Das ist natürlich dann auch sehr schlau. Genau das machen die Spieler hier auch immer. Ich ziehe ständig auf den Gegner. Und der läuft dann einfach auch wieder rückwärts weg. Aber den Ball haben wir jetzt endlich mal. Und der passt zum Gegner. Also das war's dann endgültig. 0-4 verloren und das ist ja ärgerlich. Also das erste Spiel ist schon mal ein bisschen ja, verkackt sozusagen. Da tönt der Abpfiff, 0-4, einfach mal verloren. Und da finde ich, wenn man eine richtige Taktikanweisung bekommen hätte in dem Spiel, dann hätte ich da durchaus mehr machen können. Eine gute Chance hatten wir. Einen Schuss aufs Tor. Die Gegner mit 4 Schüssen, alle 4 drin, also ja, schauen wir mal erstmal, wo wir in der Tabelle stehen. Wahrscheinlich ganz unten. Tordifferenz von minus 5. 0 Punkte, also. Es läuft nicht. Nur 5 Münzen bekommen, stehen wir somit wieder über 100. Aber kurze Sprünge kann man nicht machen. Versuchsziele.
die Ziele haben wir noch nicht. Ja, heißt 16 zu erzielen, wie denn, wenn die Stürmer nicht treffen. Nächstes Spiel dann gegen Celtic, aber das ist im Global Challenge Cup, also das sollte mal weiterkommen, ist ein Ziel. Ob wir das schaffen, seht ihr dann auf jeden Fall in der nächsten Folge von Dream League Soccer. Also bis dann und ciao.